Faste Loben, Faste Loben. So nennt man das Gefühl darin und steckt. Faste Loben, Faste Loben. Ob Faste Loben ist oder auch nicht. X-Trajekt, der Talk geht in eine neue Woche und wir sind ja in einer wunderbaren Location unterwegs, nämlich im Domforum hier mitten in der Kölner City. Das Domforum muss natürlich auch geleitet und betreut werden und da habe ich mich heute mit jemandem verabredet, der dafür zuständig ist, nämlich mit Georg Hinz. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein, Alex. Ich leite das natürlich nicht, sondern habe einen Teilbereich, den ich hier bespiele. Wir haben einen wunderbaren Leiter, aber nur das in Klammern. Aber du warst derjenige, der uns genehmigt und erlaubt und organisiert hat, dass wir hier drehen dürfen, einmal die Woche. Und dafür ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. Sehr gerne. Das Domforum, vielleicht können wir da ganz kurz mal drauf eingehen. Das Domforum steht für was genau? Was passiert hier? Also wir sind hier an diesem doch sehr attraktiven Ort seit 1995 und sind zum einen Besucherzentrum vom Kölner Dom, dann aber auch so eine Begegnungs- und Kulturstätte. Also man kann hier einfach hinkommen, Kaffee trinken im Tagesbereich. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Der leckerste Cappuccino der Innenstadt, muss definitiv man dazu sagen. Ihr müsst da mal vorbeikommen und den probieren. Da kann ich euch nur empfehlen. Genau. Dann organisieren wir von hier die Domführungen, Kirchenführungen. Es gibt die Möglichkeit, an der Theke Informationen zu bekommen. Es sind die Kolleginnen aber auch dafür so ein bisschen parat, wenn mal jemand auch mit einem Problem kommt, ihnen weiterzuhelfen. Und dann gibt es jede Menge Veranstaltungen im Monat, bis zu 30 oder so, die wir dann in so einem Prospekt ankündigen und wo man einfach hier hinkommen kann, um das zu erleben. Guck mal, das ist nur der Januar, ne? Das ist nur der Januar, ja. Wahnsinn. Der Februar kommt ganz bald. Ach, irre. Genau, das ist so im weitesten Sinne so das, was wir tun. Und aber im Grunde ist jeder willkommen und wir fragen jetzt nicht danach, wo er herkommt. Das heißt also für unsere Zuschauer, man kann einfach, wenn man durch die Kölner Innenstadt flaniert und hier über eine Domplatte läuft, gerne einfach mal reinkommen, einen Kaffee trinken, ein bisschen Zeitung lesen. Wir sind ja hier mittendrin, hier sitzen gerade wirklich tatsächlich Leute um uns rum, die lesen Zeitung, die trinken Tee, Kaffee und verweilen einfach mal hier. Und dafür soll das Domforum auch dienen. Manchmal ist ein erstes Schuljahr hier, die gerade eine Stadtbesichtigung machen, den Dom sich angeguckt haben und die hier ihre Frühstückspause machen. Immer wieder ganz unterschiedliche Menschen, die dann hier sind. Ja. Georg, deine Aufgabe hier im Domforum genau ist welche? Also ich organisiere einen Teil der Veranstaltungen hier, manchmal auch Kooperationen mit Institutionen von außen. Dann habe ich eine Reihe, die heißt Talk am Dom. Dann gibt es Lesungen oder auch Musikveranstaltungen. Natürlich treten ja auch manchmal auch Kölsch Musiker auf und da freuen sich die Leute immer sehr. Ist auch ein bisschen so eine Heimat für schöne Kölsche Musik hier. Ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel Bömmel Lückerath auch ganz oft mit der Gitarre hier gesessen hat. Oh, bestimmt schon seit Ende der 90er Jahre macht er mit Peter Bursch, damals natürlich noch sehr lange mit dem Hartmut und dem Parfi, einen Gitarrenworkshop. Also man konnte sozusagen mit seiner Gitarre hinkommen, dann haben wir ein Heftchen fertig gemacht und die Leute saßen dann hier 80, 90 mit Gitarre und haben unter Anleitung von Peter Bursch und Bömmel Lückerath Blackfirst-Lieder gespielt. Und da kommen auch bis heute, letztes Jahr wieder, kommen Leute aus Lüdenscheid, überall aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen hier angereist, weil es natürlich was Besonderes ist, auch mit den Musikern selber und natürlich der Ikone der Gitarrenschule zusammen hier sowas zu erleben. Man sieht direkt in deinen Augen, wenn du über kölsche Musik sprichst und wenn du über Blackfirst-Lieder sprichst, dann fängt das an zu funkeln und zu leuchten. Und jetzt schlagen wir direkt die Brücke. Es gibt ja in deinem Leben nicht nur das Domforum, sondern du bist auch der Erfinder von Los Mazinge. Ja. Das war so, auch wenn man zu dem Zeitpunkt, als es dann erfunden wurde, gar nicht an so eine große Erfindung gedacht hat. Aber wie hat das angefangen? Kannst du mir da ein bisschen was sagen? Also es war eigentlich so, ich bin ja kein Kölner. Ich kam nach Köln und war sehr fasziniert von dieser Musik, die jedes Jahr so rauskam. Ich bin so ein passionierter DJ. Ich habe früher auf Hochzeiten, Betriebsfesten und im Jugendheim aufgelegt. Und deswegen fand ich es immer schon interessant, so was Musik mit Menschen macht und wie Musik Menschen zusammenbringt. Ja. Und das ist ja extrem hier so im Karneval. Das sind ja Volkslieder, ne, die Kleinen, die Großen, die Alten alle zusammen singen können. Und das fand ich von vornherein immer sehr interessant. Und dann habe ich mich
lange damit beschäftigt und gedacht, ey, wenn du hier Karneval feiern willst, das geht so einfach, aber du musst die Lieder mitsingen können. Dann ist ein ganz, ganz großes Stück getan. Und so habe ich dann angefangen, meine Freunde oder auch Freunde hier in Köln, die zum Teil mit Karneval nichts zu tun hatten, zu qualifizieren. Und wir haben das zuerst in der Küche gemacht. Und irgendwann wurde dann die Küche vielleicht zu klein. Ja. Und dann sind wir ausgewichen ins Lapidarium am Eigelstein und haben da eine Zufallsgesellschaft an einem Freitagabend im Januar 2001 aufgesucht. Und dann fing es eben an, so richtig loszugehen. Und wir haben gemerkt, dass es etwas ist, wo man vielleicht auch offene Türen einrennt, wo die Leute Spaß dran hatten. Und der Rest ist Geschichte, kann man nicht sagen, denn es läuft ja immer noch. Es läuft wieder, Gott sei Dank. Also ihr seid wieder unterwegs. Wie viele Veranstaltungen gibt es in dieser Session? Also wir haben 30 in Köln, wir haben dann eine in München, eine in Berlin. Okay. Da sind dann ja auch immer so die rheinischen Gemeinden. Exil Köln. Genau. Ne? Wobei mit Berlin mittlerweile macht das so lange, da auch so einige hartgesottenen Berliner vorbeikommen und das irgendwie so als Kulturhopping ganz schön finden. Das ist immer unser Klassenausflug vom Los Mosinger-Team. Wir haben in der Tat mal gespielt, in einem kleinen Exkurs in München beim Kölner Abend in München. Ja. Da waren, glaube ich, von gefühlten 800, die im Saal waren, 3 der kölschen Sprache mächtig und der Rest waren einfach Münchner, die auf diese Musik stehen. Ja. Also das gibt es scheinbar auch. Ne? Ja, und das, dass wir bei Los Mosinger halt Texte verteilen, das qualifiziert ja alle dabei zu sein. Ja. Ne? Du kannst ja, wenn neue Lieder rauskommen, ist der Kölsche und der Immi ja irgendwie an einer gleichen Stelle. Wir haben hier auf dem Tisch gerade die aktuellen Textzettel liegen. Ne? Genau. Also, wie funktioniert Los Mosinger? Es gibt ja tatsächlich auch immer noch ein paar Leute, die uns zuschauen, die vielleicht nicht wissen, was genau Los Mosinger ist. Es werden 20 Titel ausgewählt. Nach einem mühsamen, langen Prozess. Wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, es sind wirklich auch in diesem Jahr wieder seit der letzten Session, es gab ja eine, auch wenn es ein bisschen bescheidener war, wieder 350 Neuvorstellungen entstanden. Wow. Und es gibt so 10 Menschen, die das alle hören, die alle Lieder hören. Und dann wählen wir mit diesen 10 Menschen so 40, 50 aus und die gehen dann in ein engeres Juryverfahren, wo wir teilweise jetzt auch öffentliche Veranstaltungen machen und so Testläufe machen. Und dann wird dann Anfang, Mitte Dezember entschieden, welche 20 werden es dann sein, nach diesem Ranking, was mit diesen Testveranstaltungen entstanden ist. Und so kann man dann eigentlich sagen, es sind vielleicht nicht die ultimativ die Besten, denn es gibt mittlerweile 50, 60 gute, also oder gute Produktionen jedes Jahr. Aber die diesen Prozess durchlaufen haben und mit denen gehen wir dann an den Start und dann gibt es einen Textzettel für alle. Und wir moderieren das und versuchen jedem Lied zu helfen, dass es eine gute Chance hat. Aber es geht noch nicht mal darum, dass da irgendwer, möglichst gut platziert ist. Sondern eigentlich ist unser erster Ehrgeiz, ihr sollt diese Lieder kennen, damit ihr an Karneval feiern könnt. Damit ihr textsicher seid für die tollen Tage. Und das Ganze in der Kneipe mit vielen Leuten in einer unheimlich schönen, engen Kneipenkulisse, Stimmung, wie man sich das einfach vorstellt, singt man Lieder zusammen und hat einfach ganz viel Spaß. Manche sagen, es ist fast schöner als Karneval, wobei wir wollen ja auf Karneval vorbereiten, aber es ist so, wenn wirklich so eine ganze Gruppe, die dann da ist, das sind dann in einem kleinen Laden wie das Anopief am Eigelstein oder in einem großen wie das Herbrands, sehr unterschiedliche Anzahlen von Menschen, aber wenn so die meisten oder eigentlich alle das Gleiche wollen, das fühlt sich einfach schön an. Ja. Weil es dann wirklich so ist, dass ein Lied gespielt wird. Und ja, es ist einfach schön, dass man wirklich dann auch mitsingen kann. Und wir singen die nicht selber vor, sondern wir spielen schon die Produktionen. Also wollen sozusagen so ein bisschen für den Kneipenkarneval vorbereiten, wo ja auch dann der Wirt oder der DJ später dort CDs oder heute andere Musikdateien sozusagen laufen lassen. Und dann kann das Publikum nachher die Top 6 sind's, ne? Die werden dann vom Publikum jeweils ausgewertet? Ja, man schreibt dann, also wir sagen so, fragen wir euch, was fandet ihr besonders schön heute? Und 6 Lieder dürft ihr eintragen. Das ist dann für manche, die gefühlt Siebter immer werden, nicht so schön vielleicht, weil sie dann später in der Rangliste nicht vorkommen. Aber das wäre dann zu lang. Ein Team zählt das dann aus mit so einem ausgeklügelten Laptop-Excel-Listensystem, dass wir so in einer knappen halben Stunde das ausgerechnet haben, wie das Ergebnis heute ist.
Und dann ist es das große Hallo nachher, so wie denn, wenn man sich darüber austauscht, was denn jetzt das Schönste für den Abend, für die Leute war, die jetzt da gerade anwesend waren. Welcher ist dein Favoritentitel dieses Jahr? Das ist natürlich eine gefährliche Frage, weil ich... Ganz persönlich? Ja, ganz persönlich. Also ich finde wirklich, wo wir gerade hier sind, mal gucken, ob du es kennen würdest, im letzten Stock unterm Lewe J. Mit Aussicht vom Balkon, ja, da wird ein Boot frei, das habe ich letzte nachgedrückt. Die Aalkapelle am Roncalli-Platz. Ist auch persönlich mein Favorit dieses Jahr. Schön. Unglaublich also, toller Titel von den Blackfurs. Ja. Also das mag ich sehr, aber du musst dir vorstellen, wir sind jetzt ja schon eine Zeit lang dran, jeden Tag wachst du mit einem anderen Ohrwurm aus. Mhm. Und das ist jetzt von der ersten bis zur 20. Nummer, das ist völlig egal. Und du bist überrascht, welches denn heute ist. Das wechselt auch am Tag. Ja. Das ist auch ein bisschen heftig, aber es sind so viele gute Lieder. Die Pavaya haben ein schönes, Casala natürlich, die Räuber mit einem lustigen Liedchen, ja. wo wir viel Spaß haben. Also... Es wechselt jeden Tag. Und natürlich wollen wir sie auch noch nennen und nicht vergessen. Wir haben Casala mit Sing mich nur Huss ist dabei. Stadtrand mit Ale Kiss. Ja. De Höhner mit der Prinzessin. Wahnsinnig auch tolles Kneipenkarnevalslied. Ne? Aus dem Alltag des Kneipenkarnevals sozusagen rausgeschrieben. Da geht es mal wieder richtig um Karneval. Ja. Ne? Wirklich, wirklich toll. Also wir haben, ich war in Bonn und da war auch jemand schon als Prinzessin von den Höhnern verkleidet. Hat da auch so ein kleines Krokodil dabei. Es ist ein schönes Flirtlied einerseits. Ich glaube, dass das auch viele Menschen, die gerne angeflirtet werden, gerne mögen. Aber es ist auch so, es ist so lustig und es ist eine Kostümschau in diesem Lied. Gefällt mir auch sehr gut, ja. Ja. Die Entwicklung der Musik in den letzten Jahren, die hast du ja sicherlich dann auch live mitbekommen. Es gibt ja unglaublich gute Produktionen. Es wird jedes Jahr immer, immer anspruchsvoller, immer besser. Merkst du das, dass die Entwicklung der kölschen Musik sich ja eigentlich vor den Nationalen nicht mehr verstecken muss? Also wir haben ja wirklich eine Entwicklung und die hat sich natürlich auch in unserer Los Mazinger Entwicklung so dargestellt, dass man sich jetzt heutzutage die kölsche Musik nicht mehr schön trinken muss. Ja. Ne? Also so, wenn man so in die 90er Jahre zurückguckt, als ich sozusagen anfing, in den Kneipen Karneval zu feiern, da war eben ganz viel noch Robbie Williams und Nena und so. Und heutzutage kommst du ja wirklich mit wahnsinnig bekannten, guten Liedern und guter Musik so durch. Das ist wirklich ein Phänomen. Und es ist vielleicht mehr als früher so, dass dann eben auch professionelle Musiker, Musikerinnen sich entschieden haben, auch auf Kölsch zu singen. Einerseits aus Leidenschaft, sicherlich auch, um wirtschaftlich da irgendwie was draus zu machen. Aber ich finde es eigentlich schön, weil nicht nur die Musik gut geworden ist, sondern oder noch besser geworden ist. Es gab ja früher auch schon viele gute Lieder. Aber dass es dann oft auch mit Vermittlung von Werten zu tun hat, dass die Leute sich genau überlegen, worüber singen wir. Und dass letztendlich die kölsche Musik auch ein Transportmittel ist für Zusammenhalt, für Toleranz. Es ist heute kein Unterschied mehr. Also Arschruhe, das sind eigentlich, glaube ich, fast alle Musiker, Bands, Musikerinnen dort auch engagiert und das ist auch gut so. Ja. Aber schlussendlich bleiben uns dann doch immer nur ein paar Themen, über die wir wirklich singen können. Ja, zusammen, stonnen, singe, ja. Trinke, schwade. Es sind aber, wenn man das mal genauer untersucht und guckt, sind so die Lieder auch große, sagen wir mal, letztendlich dahinter stehen auch so Archetypen des Menschen sozusagen, also ja. So Grunderfahrungen, die es immer wieder mit anderen Worten auch zu bedenken gibt. Ne? Dieses berühmte Carpe Diem, also ja. So nutze den Tag, ist ja etwas, was jeder Therapeut ja auch sagt. Ja, und da werden ganz viele Werte, die für den Menschen und für das Zusammenleben, aber auch für das eigene Überleben wichtig sind, werden da Jahr für Jahr immer wieder in anderen Formen gesungen. Aber das sind auch die wichtigsten 10 Dinge, die da besungen werden. Und apropos Singen. Es gibt eine Los Mazinger Hymne. Die hieß nämlich auch Cum Los Mazinger. So, geschrieben von Stefan Knittler. Und wir durften ja in den vergangenen 2 Jahren Los Mazinger streamen. Und es gab ein wunderschönes Video. Das würden wir euch gerne jetzt einfach zum Schluss noch mal zeigen. Da hat nämlich die gesamte Los Mazinger Community quasi gezeigt, wie sie zu Hause singt in den 2 Jahren. Das hat uns so, ich fand das unglaublich schön gemacht. Ja. Dürfen wir das gleich noch mal zeigen? Unbedingt, unbedingt. Ja. Denn das war wirklich eine Herzensgeschichte. Jeder war zu Hause und hat sich überlegt, was mache ich da? Und wir hatten einen tollen Menschen, der das zusammengeschnitten hat. Ganz viel Spaß. Da gucken wir jetzt rein.
eiserne, schwere Dach ihr habt. Dinge Kopf und Ding Föst und wie. Und du hast kein Lust mehr für die Tür zu jahren. Doch da fällt es da in, da war doch noch jetzt, beim Ernst hier um die Eck. Da möchten sie hüg all zusammen stehen. Komm, komm, lass mal singen, ob nur laut oder leicht, da kügelt mir an. Komm, komm, lass mal singen, dat Gefühl, dat steck einfach an. Ganz drin in dem Laden mit ätste Kölsch halt in der Hand. Gött jetzt einer nur dem anderen zu dir hin. Mensch, dann bist du ja jung, wo küsst du dann jetzt her? Hier ist noch ein Bier für dich. Komm nur nicht so verdrießlich und hock dich in. Lass mal singen, ob nur laut oder leicht, da du kündet mit an. Komm, komm, lass mal singen, dat Gefühl, dat steck einfach an. Komm, lass mal singen, jeder so wie er will, jeder so wie er kann. Komm, komm, lass mal singen, dat Gefühl, dat steck einfach an. Und du bist mittendrin zwischen all deine Lücken und du fängst an zu singen. Wir leben nur hüch und das Herz wird erlegt. Hey, Kürbis, sechs Bier, komm, bries jetzt auf morgen, denn du darfst immer hier. Komm, komm, lass mal singen, ob nur laut oder nicht, da du kündet nicht an. Komm, komm, lass mal singen, dat Gefühl, dat steck einfach an. Komm, lass mal singen, jeder so wie er will, jeder so wie er kann. Komm, komm, lass mal singen, dat Gefühl, dat steck einfach an. Komm, lass mal singen, ob nur laut oder leis, darum kündet nicht an. Komm, komm, lass mal singen, dat Gefühl, dat steck einfach an. Komm, lass mal singen, jeder so wie er will, jeder so wie er kann. Komm, komm, lass mal singen, dat Gefühl, dat steck einfach an. Wir sind immer noch am Schunkeln, ne? Komm, lass mal singen, ein unglaublich tolles Lied. Ja, es ist schon fast wieder am Ende, ne? Der Cappuccino ist leer. Oh ja, ich muss noch ein bisschen nachtrinken. Du musst. Lieber Georg, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben unsere kleine Aktion, wo jeder Gast ein Mitbringsel dabei hat. Natürlich. Da schauen wir doch mal, was hier heute am Tisch liegt. Zunächst mal sagen, ich hatte erst gedacht, es gibt ein T-Shirt, ne? Ja. Das ist ja unser Motto. So hol ich mir das Gefühl zurück. Ja, ein Zitat aus einem Föstlied. Wir haben auch mit denen gesprochen. Schön, dass ihr uns sehr inspiriert. Da geht es ja in dieser Session für uns alle darum. Ja. Aber das kriegt dann nachher jemand, dem das nicht passt. Ne? Das passt jetzt so, sagen wir mal, mir. Und das ist nicht die Standardgröße. Dann haben wir gedacht, die ganzen Geschenke müssen ja irgendwo rein. Wir haben einen Turnbeutel seit diesem Jahr bei uns im Webshop. Und da könnt ihr dann nachher die ganzen Geschenke reintun. Ich bin dann mal singen. Ja. Steht da drauf. Super. Das geht auch in unseren Pott und der wird ja nachher im Gesamten dann versteigert für den guten Zweck vom Kölner Dreigestirn in diesem Jahr.
Da kommt also jetzt auch der Turnbeutel von Lass mal singen mit dazu. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und vor allen Dingen nochmal vielen lieben Dank, dass wir in dieser wunderbaren Location drehen dürfen. Macht Spaß. Ich wünsche dir eine super schöne Karnevalssession. Ja. Auf dass alle 20 Titel auch dann definitiv in den Straßenkarnevalstagen von jedem gekannt werden. Das ist das Ziel, genau. Grüße ans gesamte Team. Danke. Und bis bald. Bis bald. Und wir sehen uns morgen. Fastelovin, Fastelovin, so nennt man das hier für da den und Steck. Fastelovin, Fastelovin, ob Fastelovin ist oder auch mit.